Jetzt legen Sie den Ja, da sind wir wieder zurück. Schreibtisch um. Bei der Geistfrei GmbH. Final Fantasy 4 finde ich voll klasse. Finde ich auch klasse. Also ist ein guter Final Fantasy Teil auf jeden Fall. Sehen Sie das rote Lämpchen aufleuchten? Ja, wir haben gestern abbrechen müssen mit, mit einem Bock, der jetzt glücklicherweise innerhalb der letzten 24 Stunden direkt behoben wurde. Grund ist, uns wurde ja schon gesagt, es gibt zwei Lösungswege, den Geist zu befreien. Und wir haben Lösungsweg 2 gefunden. Also den Lösungsweg, den wir... der optional gewesen wäre, der ist relativ spät hinzugepatcht und dementsprechend leider ein bisschen buggy war, denn der hat nämlich unsere drei Schnapsgläser nicht mehr resettet, nachdem wir sie benutzt haben, und deswegen konnten wir das Spiel nicht mehr weitermachen, was uns dazu führt, dass es ja schon fast klar ist, was wir jetzt machen müssen. Jetzt wir brauchen halt eben nochmal... Sicherheitssystem aktiv, Geisterfallmodus auf Standby. Genau, wir müssen den Dude vermutlich von innen heraus wegätzen, aber dem Patchnote sei Dank habe ich noch einen Hinweis bekommen. Wir können hier rumrandalieren. Ameisen, überall Ameisen. Was die uns jetzt genau bringen, keine Ahnung, aber jetzt haben wir überall Ameisen. Da sind sie. Er fällt am Ende eh niemandem auf, ne? Dass da Ameisen rumtouren. So, ich würde sagen, wir ziehen mal los und machen das, was wir gestern schon vorhatten. Bin ich aus Versehen auf den Aufschalter gekommen. Alles nochmal von vorn. Und zwar krallen wir uns nochmal ein bisschen ätzende Säure. Verdammt, immer steckt. Also jedes Mal nach einer gewissen Zeit. Genau. Ätzt der Kram weg. Und dann müssen wir das Glas wechseln. So. Wir nehmen uns auch direkt wieder ein paar Gläser mit. Damit wir sicherer zum Kühlschrank kommen. Und dieser Laser, Alter. Ja, der ist schon monströs, ne, der Laser. Und ab in die Tiefgefrierschrank. Und tiefgefroren. Ich glaube, jetzt ist er noch nicht tiefgefroren. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen abwarten. Und hoffen, dass das Ding, vielleicht nachdem wir raus und wieder reingegangen sind, tiefgefroren ist. Yes! Das hat funktioniert. Ein Glas voller gefrorenem, ätzenden Schleim. Kann man das dann überhaupt noch als Schleim bezeichnen, wenn er gefroren ist? Er ist doch dann gar nicht mehr schleimig. Es ist nicht so schlimm. Wir nehmen uns den jetzt. Und werden uns... Kleinen Moment. Yes! Werden ihn uns als... Haussicherheitssystem aktiv, Geisterfallmodus auf Standby... Wir werden uns jetzt als Geist verkleiden. Geistererscheinung gesichtet. Geisterfallmodus wird aktiviert. Geisterfallmodus aktiv. Schnupperschleimbösewicht. In Gefahr. Abbruch des Geisterfallmodus. Verdammt. Die Blechbüchse hat ein gutes Schutzsystem. Das hat nicht viel gebracht. Außer einer vergeudeten Schleimladung. Ich gehe mir mal schnell neuen machen. Bin gleich wieder da. Oh, das ist ja nett. Geisterfallmodus aktiv. Okay, das... Ah, ich habe eine Idee. Wir reden mit ihm, weil dann ist er ja eine kurze Zeit abgelenkt. Blechbüchse. Unidentifizierbare Geistererscheinung. Bitte begeben Sie sich vor die Einsaugöffnung. So, ich habe keine Angst vor dir. Ich bin ein mächtiger Poltergeist. Ich habe keine Angst vor dir. Ich bin ein mächtiger Poltergeist. Bitte treten Sie direkt vor die Einsaugöffnung, damit Sie vernichtet werden können. Fang mich doch. So, ich verfluche dich. Ich verfluche dich. Ineffektiv. Flüche können meinem System keinen Schaden zufügen. Ich habe Möglichkeiten, gegen die sich selbst Computer nicht wehren können. Bitte spezifizieren. Werde dich zum Rosten bringen.
Ich werde dich mit meinem Schallschraubenzieher demontieren. Ich werde dich mit meinem Schallschraubenzieher demontieren. Bitte warten Sie. Ich berechne die Wahrscheinlichkeit eines möglichen Schadens. So. Das ist der Moment. Ich werde damit nicht ziellos. Ja, wir haben eine Trinkpause. Bam! Mahnung, Fremdkörper eingedrungen. Eine Fortführung. Stößchen, Tommy! Geist-Geist-Zerfallen-Modus ist nicht möglich. Zerstörung eingeleitet. Ups. Schatz, was ist los? Veranstalten Sie ein Barbecue? Hier riecht's so verbrannt. Nö. Ich habe nur Ihre ultimative Geisterfalle zerstört. Sehr schön, sehr schön. Wie sieht's mit Dr. Bachelor aus? Ist er endlich frei? Jetzt ja. Was zum Kuckuck ist hier eigentlich los? Keine Zeit für Erklärung. Das Feuer breitet sich aus. Feuer? Ja, ihr wisst schon. Hitze, Flammen, tatütata. Feuer halt. Hier gibt's nicht zufällig einen Feuerlöscher? Als ich noch unter den Lebenden weilte, war einer im Hauswirtschaftsraum. Den hat Bertha letzte Woche gelehrt, als sie sich an Pfannkuchen mit flambierten Butterorangen versucht hat. Oh, lecker. Blutorangen? Nein, Zwergorangen. Aber durch das Löschpulver schmeckten sie etwas trocken und konnten ihr Aroma nicht so gut entfalten. Jungs? Ach ja, ich glaube, unter den Umständen sollten wir so schnell wie möglich hier verschwinden und die Feuerwehr rufen. Geht schon mal vor. Ich muss Charlene retten. Wieso retten? Charlene, wir müssen hier sofort raus. Sie? Wie sind Sie? Ach, ich hätte Sie besser in den Brunnen werfen sollen. Wenn wir nicht sofort verschwinden, kommen wir hier nie mehr lebend raus. Ach ja? Das ist doch nur ein blöder Trick, um mich aufzuhalten. Ich finde das schön, wie er einfach neben diesem Laserdrucker steht, der eindeutig den Professor auf dem Gewissen hatte. Bertha hat Apfelkuchen gemacht und zwingt nun alle, sie ihn zu probieren. Ach ja? Ich habe Berthas Apfelkuchen oft genug gegessen. Er war immer sehr bekömmlich. Also machen Sie mich nicht noch wütender und lassen Sie mich meine Arbeit fertig machen. Bevor ich zum Schleimspucker greife, der Sie mich vom Hals schaffen wird. Mir. Was? Der Sie mir vom Hals schaffen wird. Das bezweifle ich. Er hört nur auf mir. Oh nein. Koslowski hat zu viel Kaffee getrunken und dreht nun völlig ab. Er läuft wie ein Bekloppter mit seiner Gartenschere durchs Haus und will allen die Haare schneiden. Ja und? Dadurch, dass er kaum schläft, bringt er manchmal seine drei Jobs durcheinander. Völlig normal bei ihm. Also verschwinden Sie und lassen Sie mich meine Arbeit fertig machen, bevor ich zum Schleimspucker greife, der Sie mir vom Hals schaffen wird. Mich? Ja, genau. Sie. Oh nein, jetzt hatte ich auch noch einen Sprachfehler, ey. Wie schlimm. Nobu. Ich habe die ultimative Geisterwaffe zerstört und jetzt brennt die Bude. Genau. Sie haben die ultimative Geisterfalle zerstört. Ganz alleine. Ist klar. Und dabei rein zufällig das gesamte Haus in Brand gesetzt. Und der edle Retter Charleston kommt nun zu mir, um mich vor dem Flammentod zu bewahren. Und denkt, dass ich alles stehen und liegen lasse und ihm in die Freiheit folge. So der Plan. Ja. Und warum höre ich keine Sirenen? Und warum riecht hier nichts verbrannt? Und warum schreit hier niemand, oh mein Gott, es brennt? Und warum sollen ausgerechnet Sie mich retten wollen, wo ich doch in Ihren Augen die Böse bin? Hä? Sehen Sie, Sie wissen keine Antwort drauf. Also vergessen Sie Ihre blöde Idee und hauen Sie ab, bevor ich zum Schleimspucker greife und wirklich abdrücke. Und er sitzt da und grinst. Stures Ding. Ameisen. Überall Ameisen. Sie tragen alles und jeden weg in ihren unterirdischen Ameisenbau. Dr. Bachelor und Wilbur wurden schon transportfertig gemacht. Und wir sind die Nächsten. Es ist eine Invasion. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben. Ja, wenn wir nicht sofort flüchten. Dann bitte retten Sie mich. Und gehen Sie schon mal vor, um sich für mich zu opfern. Moment mal. Das war jetzt nicht nett. Verschwinden Sie, bevor ich sauer werde und Ihren Schleimspucker benutze. Na gut, dann halt eben nicht. Bleiben Sie einfach hier, während ich mich wieder ins Gästezimmer einschließe. Egal, bleiben Sie einfach hier, während ich mich wieder ins Gästezimmer einschließe. Vergessen Sie nicht, die Tür wieder abzuschließen. Das meine ich ernst. Ich komme nachschauen und wenn sie nicht abgeschlossen ist, werde ich sie vollschleimen. Die Frau hat ja einen totalen Knall. Aber ich kann sie hier nicht so einfach sterben lassen.
Oh, so ein gutmütiger, so ein gutmütiges Monster. Reden wir mit dem Schleimspucker. Hey, Schleimi. Jetzt, wo er wach ist. Schleim. Psst, nicht so laut. Schleim. Deine Chefin stellt gerade etwas ganz Dummes an. Nein, das glaube ich nicht. Alles, was sie tut, ist wohl durchdacht. Und wie erklärst du dir? Dass sie ohne Virenschutz an einem fremden Supercomputer arbeitet, dass sie meine Warnung, dass das Haus brennt, völlig ignoriert, dass sie die ganze Zeit Selbstgespräche führt, dass sie dich einfach so schlafen lässt. Nee, ich glaube Virenschutz. Virenschutz ist das Thema. Dass sie ohne Virenschutz an einem fremden Supercomputer arbeitet. Gar nicht. Die weiß schon, was sie tut. Geht's noch etwas leiser? Nein, du bist doch ein schlaues Kerlchen, oder? Du bist doch ein schlaues Kerlchen, oder? Oh ja. Ich habe die Spuckausbildung als Jahrgangsbester abgeschlossen. In Waldspucken hatte ich eine 1,0 und im Ätzen von Leiterplatten sogar eine 1,0 mit Auszeichnung. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wow, dann wirst du mit deinem messerscharfen Verstand sicher mit Leichtigkeit feststellen, dass wir in höchster Gefahr schweben, dass Charlene dich benutzt. Ja, dass Tomaten viel besser schmecken, wenn sie noch unreif, aber rot angemalt sind. Dass dieses magische Kuschelhäschen in meiner Tasche dein Freund sein möchte. Oh, das magische Kuschelhäschen! Dass dieses magische Kuschelhäschen in meiner Tasche dein Freund sein möchte. Ich kombiniere. So wie das Häschen guckt, würden wir uns sicher gut verstehen. Nein! Charlene würde eifersüchtig werden und böse auf mich sein. Oh nein, komm! Wie wär's, wenn du das Kuschelhäschen nimmst? Das ist ganz knuffig und flauschig. Du bist doch ein schlaues Kerlchen, oder? Wie kannst du nur für Geistlos AG arbeiten? Wieso? Was haben die gegen die Geistlos AG? Nichts Wirksames. Und genau deshalb brauchen wir dich. Wir suchen immer talentierte Mitarbeiter und du machst einen verdammt schlauen Eindruck. Und zwar so schlau, dass wir mit dir die Geistlos AG problemlos vom Markt drängen können. Vielen Dank. Aber Charlene und ich sind ein hervorragend gutes Gespann. Und ich werde sie nicht alleine zurücklassen. Ah, Dialogrätsel am Ende sind die besten. Ich sehe schon, du bist ein verdammt harter Verhandlungspartner. Vergiss sie, du könntest ab sofort mit mir arbeiten. Wechsel doch beides zu uns, zur Geistfrei GmbH. Mein Boss Hank zahlt dir sicher mindestens dreimal so viel wie dein derzeitiger Arbeitgeber. Schade, dass du nicht willst. Ich fahre dann jetzt traurig zurück in die Stadt. Und lass euch hier verbrennen. Nee. Moment. Schade, dass du nicht willst. Ich fahre dann jetzt traurig zurück in die Stadt. In Ordnung. Vielleicht läuft man sich ja bei einem Einsatz wieder über den Weg. Habe ich nochmal die Möglichkeit? Ach, ich habe keine Gegenstände mehr. Ist ja blöd. Aber wir wissen, dass die Daten, die wir suchen, unten unter dem Drucker sind. Ich sollte mir etwas anderes überlegen. Da sind wohl die geheimen Pläne drauf gespeichert, von denen Knubbel erzählt hat. Können wir ihn einfach nehmen? Ich würde sofort Alarm schlagen, wenn ich ihn einfach nehmen würde. Außerdem, bei dem ätzenden Sabber nicht auszudenken, was er in meiner Hose anstellen würde. Ich werde ohne Charlene nicht einfach so verschwinden. Okay, alles klar. Also es bleibt dabei. Wir können da noch nicht so viel machen. Wir könnten versuchen, das Mikroskop zu nehmen. Es liegt nichts auf dem Objektträger. Nichts auf dem Objektträger. Der Aschehaufen. Das wird mich nicht weiterbringen. Okay, das bringt auch nichts. Mit Charlene hat man, glaube ich, schon über alles geredet. Mit Reden komme ich bei ihr nicht weiter. Ich muss sie irgendwie anders dazu bringen, mit mir von hier abzuhauen. Das heißt, der Schleimspucker ist vermutlich das Rätsels Lösung. Hey, Schleimi. Charlene. Psst, nicht so laut. Charlene. So, geht's noch etwas leiser? Geht's noch etwas leiser? Charlene. Deine Chefin stellt gerade etwas ganz Dummes an. Nein. Und wie erklärst du? Wie erklärst du dir, dass sie meine Warnung, dass das Haus brennt, völlig ignoriert, dass sie die ganze Zeit Selbstgespräche führt? Ich denke einfach mal, dass er schlauer als Charlene ist und sage ihm nochmal, dass das Haus brennt. Dass sie meine Warnung, dass das Haus brennt, völlig ignoriert. Gar nicht. Die weiß schon, was sie tut. Okay, das scheint wohl nicht das Richtige zu sein. Du bist doch ein schlaues Kerlchen, oder? Oh ja, ich... Ja, das sagtest du bereits. Und deshalb wirst du sicherlich auch feststellen,
dass wir in höchster Gefahr schweben, dass Charlene dich nur benutzt. Dass Tomaten viel besser schmecken. Dass dieses magische Kuschelhäschen hatten wir gerade eben gehabt. Dass deine Arbeit bei der Geistfreie AG viel besser gewürdigt wird als bei der Geistlos AG. Dass ich vor euch kapituliere und nach Hause fahre. Nee. Dass Charlene dich nur benutzt. Oder so. Dass Charlene dich nur benutzt? Ich kombiniere. Das ist schließlich auch mein Job. Die muss mich ganz fest drücken, damit ich abfeuere. Ja, aber... Du bist doch ein schlaues... Oh ja. Ja, das... Dass wir in höchster Gefahr schweben? Dass wir alle in höchster Gefahr schweben. Ich kombiniere. Nein, mein Gefühl sagt mir, dass alles in Ordnung ist. Okay. Ein schlaues Kerlchen, wir gehen jetzt einfach oder? Alle Optionen durch. Ich habe die Spuck-Ausbildung als Jahrgangs... Ja. Tomaten besser schmecken, wenn sie unreif, aber rot angemalt sind. Dass Tomaten viel besser schmecken, wenn sie noch unreif, aber rot angemalt sind. Ich kombiniere. Die rote Farbe gibt den unreifen Tomaten sicherlich ein exotisches Aroma. Okay, das bringt auch nichts. Du bist doch ein schlaues Kerlchen, oder? Oh ja, ich habe die Spuck-Ausbildung. Aber zum Schluss nochmal so ein paar lustige Dialoge oder nette Dialoge zu haben, finde ich eigentlich ganz nett. Das sagtest du bereits. Und deshalb wirst du sicherlich auch feststellen... Dieses magische Kuschelchen, das hatten wir schon. Ja, eine Trinkpause. Oh, Nishida. Nochmal trinken. Trinken. Immer viel trinken. Bloß nicht vergessen, ausreichend in euren Rachen zu kippen. Ja, normal. Dass deine Arbeit bei der Geistfrei GmbH viel besser gewürdigt wird als bei der Geistlos AG. Dass deine Arbeit bei der Geistfrei GmbH viel besser gewürdigt wird als bei der Geistlos AG. Wieso? Was haben die gegen die Geistlos AG? Nichts Wirksames. Und genau deshalb brauchen wir dich. Wir suchen immer talentierte Mitarbeiter und du machst einen verdammt schlauen Eindruck. Und zwar so schlau, dass wir mit dir die Geistlos AG problemlos vom Markt drängen können. Vielen Dank. Aber Charlie und ich sind ein hervorragend gutes Gespann. Und ich werde sie nicht alleine zurücklassen. Ja, aber wechselt doch einfach beide zu uns. Wechselt doch beide zu uns, zur Geistfrei GmbH. Das wäre vielleicht ein Anreiz, aber ich weiß nicht, ob Talin einfach so wechseln würde. Wir werden dann nämlich so gut bezahlt, dass wir uns einmal im Monat eine warme Mahlzeit leisten können. Ich bin mir sicher, mit ein bisschen Überzeugungsarbeit könntest du es schaffen. Mal gucken, aber zuerst müssen wir diesen Auftrag hier erfüllen. Das verstehe ich. Und genau deshalb solltest du ihr jetzt unbedingt etwas Wichtiges sagen. Meine Telefonnummer lautet, ich würde Sie gerne auf einen Kaffee einladen. Das Bett im Gästeschlafzimmer muss noch gemacht werden. 1+1 ist überall 2, auch im Universum. Das verdammte Haus brennt. Das verdammte Haus brennt. Wirklich jetzt? Ja. Ich hatte mich schon gewundert, warum es hier so komisch riecht. Aber dann dachte ich mir, dass Bertha wieder eine Ratte gefangen und auf den Grill geschmissen hat. Nein, die Bude steht in Flammen. Und wenn wir nicht als Barbecue enden wollen, sollten wir von hier sofort verschwinden. Salim! Alarm! Es brennt! Es brennt! Rette mich! Verarsch mich nicht! Tu ich nicht! Ich rieche es! Herr Stone hatte recht! Das Haus brennt! Wir müssen raus! Sofort! Charlene, komm endlich, sonst war's das! Na verdammt! Nicht einmal 1% der Daten konnte ich kopieren. Was ist nun? Es wird hier gleich verdammt heiß! Ich komme schon. Ha! Wieder ein Royal Flush! Tja, Webur, du solltest dich nicht mit einem professionellen Pokerspieler wie mir einlassen. Hier riecht's so angebrannt. Ja, lenk mich ab, nur weil du wieder verloren hast. Siehst du auch dieses flackernde Licht da draußen? Du hast recht, da flackert was. Hey, Webur! Sieht so aus, als hätte ich unsere Wette gewonnen. Verdammt. Ich hatte dir ja gesagt, dass die Bude morgen nicht mehr steht, wenn ihr die Geistfrei GmbH mit der Reparatur eurer Geisterfalle beauftragt. Oh. Na egal. Komm, lass uns doch eine Runde spielen, bevor wir die Feuerwehr rufen. Ich gebe. Nett. Was soll ich denn jetzt machen?
Wo soll ich wohnen? Meine ganzen Bücher. Nun bleiben Sie mal ganz ruhig. Dann nehmen wir einen Eimer Wasser und schon ist das Feuerchen aus. Kann auch sein, dass wir zwei Eimer brauchen werden. Ich glaube, ich spinne. Mein Haus brennt und Sie kommen mir mit dummen Sprüchen. Ich hoffe für Sie, dass Ihre Firma gut versichert ist. Wir haben mit dem Brand überhaupt nichts zu tun. Meine Firma war nur beauftragt, die Geisterfalle zu reparieren. Und den Geist zu fangen? Oder hast du das schon vergessen? Schließlich hast du mir das vorhin am Telefon noch aufgetragen. Sei lieber ruhig und mach's nicht noch schlimmer. Und? Hat Ihr Mitarbeiter den Geist gefangen? Wie ich sehe, nein. Seien Sie mal ein bisschen dankbarer. Schließlich würden Sie ohne mich immer noch in meinem alten Arbeitszimmer festsitzen. Wer ist dieses weiße Bettlaken überhaupt? Knubbel Superspinatus. Der eigentliche Bewohner dieses Hauses. Jedenfalls bevor ich diesen ärgerlichen Unfall mit dem Laserdrucker hatte. Genau. Und er ist derjenige, der auch die ultimative Geisterfalle erfunden hat, von der ich dir vorhin am Telefon erzählt habe. Und deren Baupläne ich problemlos gekriegt hätte, wenn Herr Stone nicht so blöd gewesen wäre und die Villa in Brand gesteckt hätte. Ach, jetzt soll ich daran schuld sein. Das wäre alles nicht passiert, wenn Knubbels ultimative Geisterfalle nicht Feuer gefangen hätte. Also ich bin schon mal überhaupt nicht schuld, da ich die ganze Zeit über völlig unauffällig auf dem Dachboden gegeistert habe. Hätte Charlene nicht jede Nacht diesen Krach gemacht, hätte niemand erfahren, dass ich da oben wohne. Hätte sie nur ein bisschen unauffälliger herumgeschnüffelt, hätte Dr. Bachelor nicht die geistfreie GmbH gerufen und das alles wäre gar nicht erst passiert. Mein Geheimlabor hätte sie jedenfalls nie im Leben gefunden. Hätte. Völliger Blödsinn. Ich denke, dass diese komische Ente hier die Hauptschuld trägt. Hä? Ja, ist doch ganz klar. Weil ohne den enormen Konkurrenzdruck, unter dem mein Arbeitgeber, die Geistlos AG, stand, wäre ich überhaupt nicht hier, um die Baupläne der ultimativen Geisterfalle zu suchen. Dr. Bachelor hätte mich beim Durchsuchen des Hauses nicht für einen Geist gehalten und die ach so professionelle Geistfreie GmbH gerufen, die dann das halbe Haus auf den Kopf gestellt und schließlich in Brand gesteckt hat. Macht Sinn. So ein Quatsch. Also irgendwer von euch Clowns wird mir den Schaden jetzt ersetzen. Und zwar auf den Cent. Ja gut, ich gehe mal schnell gucken, was ich noch in meinem Sparschwein habe. Bis gleich. Moment mal. Ja, ich glaube, ich habe ebenfalls noch irgendwo ein paar Geisterdukaten herumliegen. Mal gucken, ob ich sie finde. Tüdelü. Och, wenn hier gerade Aufbruchstimmung ist, dann werde ich auch mal. Oh nein, hier geblieben. Hank, wo ist das Problem? Charlene und Knubbel sind mit dem Geld sicher gleich wieder da. Unglaublich. Dr. Bachelor, ich sag's wie es ist. Sie haben den Wartungsvertrag unterschrieben und uns somit von allen eventuell auftretenden Schäden entbunden. Wir werden den Schaden definitiv nicht zahlen. Punkt. Das werden wir noch sehen. Sie hören von meinem Anwalt. Ach ja. Da sind wir soweit. Durch ist das Spiel. Das ging ja halt am Ende doch noch sehr schnell. Geistfreie GmbH zu Zahlung in zweistelliger Millionenhöhe verurteilt. Lang verschollenes Gemälde, das Brüllen in Hosentasche entdeckt. Echtheit bestätigt. Ey, nice, das war ein Original. Los verkaufen, aber zack. Rekorderlös. Geistfreie GmbH versteigert das Brüllen für 50,8 Millionen Monster-Dollar. Bachelor und Wiesen restauriert. Portokasse der Geistfreie GmbH nun leer. Firmenhochzeit. Geistlos von GmbH. Oh, nice. Happy End. Am Ende. Jetzt wurde sogar die Konkurrenz ausgeschaltet. Dank der Macht des Firmenaufkaufs. Herrlich. Ja, was soll ich sagen? Ich bin vollends begeistert. Ich hoffe, ihr wart das auch.
Nochmal riesengroßes Dankeschön an... Achso, einen kleinen Moment. Ich muss das ja wie mit jedem Spiel machen. Ich muss jetzt hier objektiv an die Sache rangehen. Ne? Also, wir sind beim Credit Roll. Es gibt natürlich eine objektive Meinung zu dem Ganzen. Ja. Es war ausgesprochen... Schlechte Witze nicht vorhanden, steht da. Echte Witze nicht vorhanden. Die Witze waren gut. Es war halt eben so der Klassiker, der klassische Humor. Ne? Eher so, wie man es von Monkey Island-Teilen oder von Baphomets Fluch 1 sogar erwarten würde. Von daher haben sie eigentlich schon ganz gut getroffen. Ansonsten würde ich mal grob sagen, Soundtrack. Also das, was an Sound vorhanden war, also an Musikstück und so weiter, war halt eben, waren schöne Jingles. Ja, war super. Die Optik, ich muss wirklich sagen, es ist doch sehr detailverliebt, ja, wenn man es so überlegt. Es hat ausgereicht. Also Optik, top. Story war, also der Plot-Twist, ja, mit Charlene, der hat mich schon überrascht. Aber ich hätte es mir auch denken können. Ich habe ja gesagt, der Butler ist schuld. Ja, nee. Wenn es nicht der Butler ist, dann ist es ja meistens die Haushälterin oder der Haushälter. Aber nein. An der Stelle wohl leider nicht. Es war die Haushälterin. So, solltest du nicht zurück an die Arbeit gehen? Du weißt schon, Geister fangen und so. Oder soll ich dir erstmal dein Gehalt kürzen? Grummel, nack, nack. Hank, CEO der Geistfrei GmbH. Rundum, schönes Adventure. Kann ich wirklich nur empfehlen. Spielt es. Ich fand die Rätsel gut. Also, wenn ich so an die letzten Adventure, die ich gespielt habe. Oh. Outtakes. Bibur. Outtakes. Wir haben noch ein klein wenig Gimmicks. Outtakes. Ah, das wird doch witzig, oder? Jetzt, wo wir das Spiel durch haben, erfreuen wir uns doch mal an allen möglichen Kleinkram. Ein Bild von Wilbur. Stimmt, die werden erst freigespielt, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Sie wünschen, mein Herr? Vor einigen Tagen hörte ich etwas klirren, stieg aus dem Bett und ging nachsehen. Und da lag tatsächlich in der Küche ein Weinglas auf dem Boden. Was Sie nicht sagen. Bitte entschuldigen Sie mich, die Arbeit ruft. Ich weiß. Ab an die Arbeit. Okay, Sie wünschen, mein Herr? Vor einigen Tagen hörte ich etwas klirren und da lag... Was Sie nicht. Bitte entschuldigen okay. Sie mich. Ich bin mal gespannt, was hier für Outtakes noch so rumflitzen. Gucken wir uns das mal an. Ich soll Ihnen von Bertha ausrichten, dass ich hier Mitternacht... Mitternachtsmahl etwas verzögern wird. Ihr fehlen ausreichend noch... Okay. Anscheinend, genau. Okay. Und wozu, wenn ich fragen darf? Ja, genau so. Ich wusste nämlich nicht, wie ich das ausdrücken sollte. Genau so. Nochmal. Wie dem auch sei. Dr. Bachelor und ich haben uns schon mehrfach. Keine Ahnung, was zu diesem Wort ist. Mehrfach auf die Suche gemacht. Okay, ich probiere es nochmal. Mehrfach oder mehrmals. Was gerade passiert. Genau. Schon öfter. Aha. Das heißt, Ihr Auftrag ist erfüllt? Nee, ganz normal. Aha. Das heißt, Ihr Auftrag ist erfüllt. Ich hatte, weil da war ein Fragezeichen hinter ist, deswegen hatte ich es ein bisschen höher gegangen. Ja, hart und runter mit der Stimme. Mhm, okay. Aber schon in der Frageform so ein bisschen nach hinten oben. Ja. Mhm, okay. Okay, ich würde sagen, bevor wir die ganzen Outtakes durchgehen, ja, den Spaß müsst ihr euch selber machen. Wenn ihr die ganzen Outtakes eins nach dem anderen mal sehen, lesen und hören möchtet, dann empfehle ich euch einfach mal am 5.5. das Spiel zu spielen. Einen nehmen wir noch. Ich musste vor nicht mal 10 Minuten ein Päckchen von der Geistfrei GmbH, GBR, in der Stadt. Ich fange nochmal an.
Also, ich habe schon irgendwie Bock, hier alles durchzugehen. Aber nein, das überlasse ich euch. Das überlasse ich euch an gegebenen Zeitpunkt. Wir sind hier durch. Wie gesagt, schönes Spiel. Solides Point-and-Click-Adventure. Ich würde mich über ein Sequel freuen. Ich weiß nicht, also wenn ihr noch Bock haben solltet, so etwas zu machen, irgendwie so ein Sequel oder so, bitte gerne, bitte danke. Würde mich sehr, sehr dolle freuen. Würde mich freuen. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, verschwinden wir mal eben in die Pause und überlegen mal, was wir noch kurz machen. Jetzt, wo wir das Spiel abgeschlossen haben. Ich werfe mal ein paar Spiele zur Auswahl und lasse euch entscheiden. Also, bis gleich.